Simsalabim. Da bin ich wieder. Wer schaut sich denn von euch gerade die neue Staffel von Seven vs. Wild an? Definitiv war es schon immer mein Traum, Knossi nackt zu sehen. Mein Name ist Vincent Lee, Musikproduzent / Filmcomposer, Mediacomposer, you name it. Und ich zeige euch, wie man einen epischen Seven vs. Wild Titelsong schreibt. Aber bevor es losgeht, noch was Kleines in eigener Sache. Vielen, vielen Dank an Yamaha, die dieses Video sponsern. Ich weiß, bis Weihnachten ist es noch lange hin, aber falls ihr ein Geschenk noch sucht, dann denke ich, ist dieses Gerät... Und einige von euch fragen sich sicherlich, was das Teil kann. Nun, hier sind 5 Möglichkeiten, wie man ein Yamaha AG06 nutzen kann. Das Kinderzimmer. Okay, let's go. Okay, let's go! Die Hochzeitsband. Just the two of us. We can make it if we try. Hey, nochmal, gönn dir von 24 Till. Synchron sprechen auf Schweizerdeutsch. Oh ja, so ist geil, ja, lässig, ja. Oh, oh ja, ja, spritze zu frei. So ist gut. Ah. ASMR, hallo Leute. Der Streamer. Rich, der Allerechte Hase, hat ein neues Video hochgeladen. Ich würde sagen, wir gucken uns das an. Ich bin hier auf meiner neuen Dachterrasse von meiner 500 Millionen K-Wohnung. Alles klar, Digga. Was labern die Leute? Ich kann mir keine Autos leisten. Hier, das sind alles Stößchen, meine Autos. Banging Banana. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. By the way, die ganzen Aufnahmen, die ihr gehört habt, waren unbearbeitet und kamen direkt aus dem AG06. Natürlich bis auf die paar Soundeffekte, die ich hinzugefügt habe. Mittlerweile habe ich auch mein Audio-Interface gegen das AG06 ausgetauscht, weil ich bin mega happy mit dem Teil. Und falls ihr mehr Infos zu dem Gerät haben wollt, dann Link in der Videobeschreibung, checkt es auf jeden Fall ab und wir machen weiter. Einige von euch haben sich das Thema Filmmusik gewünscht, dass ich das mal in einem Video nochmal behandle. Und was bietet sich besser an als das Seven vs. Wild Opening Heart of Courage von Two Steps from Hell. Nick Phoenix und Thomas Bergerson, aka Two Steps from Hell, sind natürlich im Bereich der Trailermusik angesiedelt und der ein oder andere hat bestimmt schon mal einen Blockbuster-Trailer von diesen Jungs gehört. Aber wie schreibt man denn jetzt so ein episches Stück wie Heart of Courage? Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich schreibe das Thema erst am Klavier oder am Keyboard. Und an die musikschaffenden Leute da draußen, ihr könnt mir gerne auch in den Kommentaren schreiben, wie beginnt ihr einen Song? Ich habe mir natürlich Heart of Courage angehört, um mir ein bisschen die Struktur zu verinnerlichen und habe dann was Eigenes geschrieben, wo ich denke, das könnte auch zu Seven vs. Wild passen. Und wie ihr schon am Ende... Boah, Hilfe. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, am Ende des Stücks gibt es so einen kleinen offenen Twist. Die völlige Eskalation. Wie im Originalstück fange ich jetzt mit tiefen Streichersounds an, die natürlich eine wiederkehrende Ablaufmelodie spielen. Besser bekannt als ein Pattern oder für die ganz elitären Leute unter euch, Ostinato. Und um natürlich die Epicness noch ein bisschen mehr anzuteasen, holt man natürlich sich eine Kickdrum, die richtig dumpf, aber verhallt klingt, um das Ganze natürlich ein bisschen mächtiger wirken zu lassen. Natürlich darf so ein Pulsbass nicht fehlen. Gepaart mit Urtick-Percussions, die natürlich den Wettlauf der Zeit im Survival-Kampf nochmal unterstreichen. In der zweiten Hälfte des Ostinato-Parts kommen dann die ganzen Blechbläser rein, die das Ganze natürlich mehr heroische Hoffnung verleiht. Und natürlich dürfen die perkussiven, epischen Sounds nicht fehlen. Und jetzt vom Ostinato-Part kommen wir zum musikalischen Hauptthema. Wichtig für mich war es auf jeden Fall, dass es gewisse Eigenschaften mit sich bringt, wie hoffnungsvoll, Main-Character-Vibe, das Gefühl von niemals aufzugeben und natürlich eine gewisse Goal-Orientiertheit. Das, was halt Seven vs. Wild ausmacht. Und
hier nochmal die Hauptmelodie als Streicher-Chor-Version. Nachdem das Thema etabliert ist, brauchen wir ja jetzt eine Steigerung. Und wie bekommt man das am besten hin? Richtig, man spielt dasselbe Thema nochmal, aber um 3 Halbtöne höher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne mit einem Like zeigen oder dem Fritz zeigen. Keine Ahnung, ob der das ja anguckt. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Whistle, whistle.